Herzlich willkommen auf meinem Kanal Astrid macht Mut. Ich begrüße heute die Laura Geisbüsch aus Köln. Wir sind auch gerade hier in Köln. Nee, das stimmt gar nicht. Du bist ja gar nicht aus Köln. Ich komme ja aus der Ecke Koblenz. Aus der Ecke Koblenz. Genau. Genau. Aus der Eifel, oder? Genau. Genau, ich mag auch so dein Eifler Slang. Kann ich leider nicht mehr ablegen. Ja, also aus der Gegend, wo ich herkomme, aus der Nähe von Trier, kann ich auch nicht ablegen, aber müssen wir auch gar nicht ablegen. Genau. Ich finde, so klingt auch authentisch. Ja, ich freue mich sehr, die Laura heute interviewen zu dürfen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ja, ich habe zu danken. Dankeschön. Ja, ich verfolge dich schon so ein bisschen im Internet, lese gerne deine Newsletter, habe mir ein paar Videos angesehen und habe dich auch persönlich auf den Affiliate Days kennengelernt in Köln, auf dem tollen Kongress. Im April war das. Genau. Möchtest du dich vorstellen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dich noch nicht kennen, was du früher gemacht hast und was du jetzt machst? Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist, wie die Astrid schon sagte, Laura Geisbüsch. Ich bin 28 Jahre alt. Ich musste gerade ein bisschen stocken, weil ich hatte vor kurzem Geburtstag. Und eigentlich bin ich gelernte großen Außenhandelskauffrau und habe mehrere Jahre als Exportsachbearbeiterin gearbeitet. Dieser Job ging mir eigentlich ziemlich auf die Nerven und ich war super unzufrieden. Und vor 3,5 Jahren habe ich mich dann zum ersten Mal mit Online-Marketing beschäftigt durch meinen Daddy Ralf Schmitz, der das schon mehrere Jahre macht, aber ich habe vorher mich nie dafür interessiert, was er da eigentlich genau macht. Und da habe ich ihn aber dann irgendwann mal zum Glück gefragt, ja. Und er hat mir das dann erklärt, wie Online-Marketing bzw. Affiliate-Marketing funktioniert, dass man dafür kein eigenes Produkt braucht und dass eigentlich jeder, der Geld verdienen möchte, im Internet auch Geld verdienen kann. Ja, und dann habe ich mich da reingefuchst, habe sehr, sehr viel Zeit und Arbeit da rein investiert und habe schon, ich glaube, mich nach 7 Monaten selbstständig gemacht und habe dann mein eigenes Business auf die Beine gestellt. Ich habe damals einen Blog gestartet, der als Experiment aufgebaut war, ja. Mit dem Ziel, dass ich es schaffe, innerhalb von einem Jahr 3.266 Euro monatlich durch Online-Marketing zu verdienen. Ja, und dieses Ziel habe ich nach 14 Monaten, wenn auch nicht nach 12, erreicht. Und seitdem arbeite ich bequem von zu Hause aus, blogge auf meinem Blog, veranstalte Webinare, trete auf Veranstaltungen auf und bin so gesehen eine Anlaufstelle für Online-Marketing-Anfänger. Wie war das denn gewesen damals? Du hast ja gesagt, du hast in der Verwaltung gearbeitet. Ich habe auch ursprünglich auch Berufe ausgeübt. Wie war das für dich, dich zu entscheiden, so, ich verlasse jetzt das sogenannte sichere Angestelltenverhältnis und wage die Selbstständigkeit? Hast du da viel Mut gebraucht? Also? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eigentlich so ein Mensch, der braucht immer einen Plan B und der braucht immer die Sicherheit, und das war für mich damals ein ganz, ganz großer Schritt. Also ich bin eigentlich immer eher ängstlich als mutig, auch wenn viele glauben, ich bin super selbstbewusst und super mutig, aber eigentlich bin ich ein ganz, ganz großer Kopfmensch. Ich muss sagen, durch die Selbstständigkeit, durch die 3 Jahre, ist das immer besser geworden und ich traue mich auch mehr Sachen, aber früher hätte man mich in meinem Angestelltenjob zum Beispiel nicht vor der Kamera setzen müssen. Ach, wirklich? Also, jetzt, wo du so oft vor der Kamera bist. Ja, das war bei mir wirklich so ein Lernprozess. Ja. Ja, und ich würde auch noch nicht mal sagen, dass ich heute mich in jeder Situation 100% wohlfühle, auf der Bühne schon mal gar nicht. Das ist für mich ganz, ganz schlimm, da bin ich aufgeregt. Aber ich habe halt gelernt, über meinen Schatten zu springen, meinen Schweinehund zu überwinden. Ja. Und je öfter man das dann macht, umso mutiger wird man, umso selbstbewusster wird man auch. Aber das war bei mir auch so ein Lernprozess. Mhm. Und damals, als ich meinen Job an den Nagel gehangen habe, habe ich mir erstmal in die Buchs gemacht. Also da habe ich zum Teil auch Angst gehabt, wenn dann gerade mit dem Verdienst nicht so gut lief. Mhm. Da habe ich gedacht, scheiße, was hast du gemacht? Hättest du bloß einen sicheren Job behalten. Mhm. Ja, dafür aber in den Monaten, wo es dann wieder besser lief, dachte ich, boah, Gott sei Dank machst du das nicht. Ja, ne? Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich weiß, es gibt auch mal Phasen, die laufen nicht so gut, aber es geht, wenn man dran bleibt, natürlich immer wieder bergauf. Ja, das ist das Wichtige, höre ich auch, was ich mir selber auch vorgenommen habe, jetzt im Aufbau von meiner Selbstständigkeit, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Du hast ja auf den Affiliate Days, die ja dein Vater Ralf Schmitz organisiert hat, vor 400 Leuten gesprochen. Ich glaube, das war das erste Mal für dich vor so einer großen Gruppe. Fand ich ganz stark. Ich habe auch gar nicht die Aufregung dir angemerkt. Wie war das denn für dich, vor so einer großen Gruppe vor 400 Menschen zu sprechen? Was? Also die 2 Wochen davor habe ich eigentlich nur überlegt, wie ich mir jetzt ein Bein brechen könnte. Oh nein. Oder mir irgendwas zufügen könnte, was nicht ganz so schmerzhaft ist, weswegen ich aber nicht auf die Bühne
Bühne kann. Und irgendwann hat Ralf gesagt, hör auf, egal was du dir brichst, du gehst auf die Bühne. Auch im Rollstuhl, ne? Ja. Und klar, die Stunde davor war mir wirklich kotzübel und ich habe gedacht... Ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe da Hallo gesagt. Ich glaube, vor deinem Vortrag auch schon. Ich habe nichts gemerkt, dass du aufgeregt bist. Nee. Nichts gemerkt. Also, war wirklich ganz bitter bei mir. Ja. Ne? Aber ich sag mal, wenn man auf der Bühne steht, man kann dann eh nicht mehr zurück. Und dann geht es auch. Ja? Aber diese Zeit davor ist bei mir wirklich... War viel Lampenfieber da. Ja. Ja. Aber du hast es so toll gemeistert. Und ein bisschen Lampenfieber gehört ja zu jedem dazu. Ich glaube, Uli Jürgens hat immer noch, auch zum Schluss, ich glaube, das so in Erinnerung zu haben, gesagt, hat Lampenfieber vor jedem Auftritt. Also das ist ganz normal, aber du hast es ja toll gemacht. Dankeschön. Ja, ich hoffe, du wirst noch ganz oft auftreten und ich möchte dich ganz oft gerne noch live auf der Bühne sehen. Ja, du hast ja jetzt ein Business aufgebaut als Online-Unternehmerin. Gibst du auch eigentlich Live-Seminare? Könnte ich mal zu einem Workshop kommen? Aktuell gibt es die noch nicht, aber ich habe wirklich schon ernsthaft darüber nachgedacht, sowas vielleicht zu veranstalten, auch mit anderen Kolleginnen, vielleicht auch speziell für Frauen. Es gibt noch keine konkreten Termine, aber ich habe da schon ernsthaft drüber nachgedacht und fände das auch ganz spannend, sowas mal zu machen. Ich vor einem Jahr einen Auftritt auf der Betracom gehabt. Das war auch eher Workshop-Atmosphäre und das hat mir sehr gut gefallen. Was war das für eine Messe oder das war eigentlich Kongress? Auch ein Online-Marketing-Kongress, aber dadurch, dass es eine sehr kleine Gruppe war, konnte man auch sehr in die Tiefe gehen und das hat mir schon Spaß gemacht. Also das ist eine Sache, wo ich gedacht habe, okay, das ist cool. Mhm. Ja, auf so großen Veranstaltungen ist es natürlich auch immer schwer, die Teilnehmer kennenzulernen. Ja, ja. Da sind so viele Gesichter und Menschen. Menschen. Und bei so einem Workshop kann man dann wirklich auch ein bisschen was über den anderen erfahren, über das Business und da auch wirklich in die Tiefe gehen. Das fällt mir schon gut, würde ich schon gerne machen in Zukunft. Das würde mir persönlich gut gefallen, würde ich sehr gerne kommen zu einem Live-Workshop, weil ich finde es toll, dass wir uns live hier sehen, nicht nur per E-Mail oder über Facebook. Du hast ja auch jetzt wahrscheinlich auch ein sehr ausgefülltes Leben. Hast du trotzdem noch Zeit, Sport zu machen? Ich habe gehört in einem Podcast, dass du mal Kunst-Tonmeisterin warst. Genau. Machst du irgendwas noch sportlich? Nein, leider gar nicht mehr. Also ich muss sagen, in der ersten Zeit, wo ich selbstständig war, habe ich eigentlich auch fast gar nichts anderes mehr angehabt als meinen Schlafanzug. Da habe ich von morgens bis abends wirklich drin gehockt. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Ich habe mittlerweile einen Hund. Ja. Und der tut mir auch sehr, sehr gut, weil ich habe schon gemerkt, es ist gut, wenn man ab und zu mal das Köpfchen lüftet. Und dann an die frische Luft geht zwischen Arbeiten und von daher, ich mache keinen Sport mehr, aber mein Hund ist mein Sportersatz. Wir gehen halt auf Gassi. Ja, das gehst du auch an die frische Luft. Ich habe auch zwei Hunde und egal bei welchem Wetter, man muss rausgehen. Ja, der zwingt einen. Genau. Welchen Rat würdest du, so als Schlussfrage an dich, welchen Rat würdest du Menschen geben, die privat oder beruflich sich gern verändern möchten, schon einen Traum haben, sich aber noch nicht wirklich so trauen, noch nicht den Mut oder nicht so die richtige Entschlossenheit haben, das umzusetzen? Ja, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen situationsbedingt, aber ich habe ein ganz schönes Beispiel. Ich wollte mal jemanden um ein Interview bitten, wo ich mich auch nicht getraut habe. Und hat Ralf gesagt, also mein Daddy hat zu mir gesagt, ja Laura, was passiert dir denn im allerschlimmsten Fall, wenn du dieses Interview nicht bekommst? Ich so, ich krieg ein Nein. Dann hat er gesagt, ja und was ändert sich bei deiner Situation durch dieses Nein? Ja, eigentlich nichts. Genau. Und das ist so eine Sache, wo ich halt heute öfter mutiger bin, weil ich denke, was passiert dir denn, wenn ich jetzt in die Buchs gehe? Ne? Stirbst du davon? Nein. Ja. Also kann es nicht so schlimm sein, also trau dich einfach. Ja? Und da muss man halt wirklich manchmal über seinen Schatten springen. Und ich weiß, das ist schwer und es gibt natürlich auch Typen, die sind noch schüchterner als ich. Ja? Aber man sollte wirklich ab und zu mehr an sich selbst glauben. Und wenn man sich einmal getraut hat, dann ist es das nächste Mal auch viel leichter. Ja, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Also traut euch, seid mutig, tut das, was ihr euch erträumt, beruflich oder privat. Vielen Dank, für liebe Laura. Ich hoffe, wir werden es nochmal sehen. Ja, ich auch. Vielen Mach's Dank. Gut. Tschüss.